Hey Leute, mögt ihr Playmobil Unboxings? Dann schreibt es doch in die Kommentare. Schreibt am besten ja. Mit drei A's. Und wenn ihr mögt, teilt das Video doch. Würde mich richtig freuen, denn so können wir noch viel, viel mehr solcher Unboxing-Videos machen. Schon mal vielen Dank an euch und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, so eine heiße Dusche tut doch immer wieder gut. Ist richtig schön. Aber jetzt reicht es auch mal. Und ja, na los, komm her, Handtuch. So, und jetzt vorsichtig aus der Dusche steigen. Diese Kante ist ganz schön hoch, aber gut. Und... Schatz, ist etwas passiert? Ich habe es rumpeln hören. Oh nein, Schatz, was ist denn hier passiert? Schatz, geht es dir gut? Sag doch bitte was. Oh nein, ich bin ausgerutscht. Aber sonst geht es mir gut. Oh, da bin ich ja erleichtert. Ein Glück ist dir nicht passiert. Aber was ist das denn für ein Chaos hier? Ich glaube, das lässt sich nicht mehr so einfach reparieren. Ja, ich fürchte auch. Aber weißt du was? Wir wollten doch sowieso schon immer ein neues Badezimmer haben. Dann ist das jetzt die Gelegenheit. Komm, lass uns neue Bäder angucken. Oh ja, eine sehr gute Idee. Ich glaube, ich habe da schon ein richtig gutes Video im Internet gesehen. Das können wir uns ja mal angucken. Wow, was für ein Chaos. Da ist wirklich ein neues Bad fällig. Wenn ihr wissen möchtet, wie das neue Badezimmer aussieht, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Da kommt dann die Auflösung. Und jetzt erstmal viel Spaß mit dem Unboxing. So, und los geht's. Also, wir haben hier Playmobil Badezimmer. Könnt ihr sehen, da sind auch zwei Figuren wieder mit dabei. Die habt ihr eben nämlich schon im Video gesehen, würde ich mal sagen. Im kleinen Einspieler. Also packen wir das Ganze mal aus. Ich kann an dieser Stelle auf jeden Fall noch mal kurz was zu mir erzählen. Ich weiß, ich glaube, die meisten von euch kennen mich noch gar nicht so richtig. Hi, ich bin der Ben. 34 Jahre alt. Und mache schon seit sehr, sehr vielen Jahren YouTube. Und mache jetzt auch seit neuestem für Pandido die Videos, beziehungsweise leihe den Videos meine Stimme. Das habt ihr vielleicht schon bei den Karchen-Knack-Videos mitbekommen und hier auf Pandido TV wird das jetzt auch hin und wieder mal der Fall sein. Also, widmen wir uns mal dem neuen Badezimmer. Hier sehen wir schon die erste, ich würde mal sagen, der Handtuchhalter wird an die Glasduschkabine angebracht. Würde ich jetzt mal so behaupten. Genau, Handtuchhalter, Glasduschkabine. Dann sehen wir hier den Duschkopf von oben. Ich weiß nicht genau, wie man das in der Fachwelt nennt. Auf jeden Fall haben die modernen Duschen ja alle so einen Duschkopf, der oben quasi hängt, wie man das hier sehen kann. Und zusätzlich noch so einen abnehmbaren, herausnehmbaren Duschkopf, würde ich das jetzt mal nennen. Also eine sehr moderne Playmobil-Dusche. Von den Farben her auch recht modern. So diese Brauntöne sind aktuell recht modern. Helle und dunkle Brauntöne. Ich finde es auch sehr, sehr schick. In Kombination mit so einer Glastür auf jeden Fall sehr schick. Hat so ein bisschen Hotel-Feeling. Für die, die wissen oder für die, die schon mal in Hotels waren, die wissen natürlich, was ich damit meine. So diese Hotelduschen haben immer so einen besonderen Flair. Und ja, ich mag das total. Also ich bin total gerne in Hotels. So, jetzt kommt auf jeden Fall kommt hier jetzt der Duschboden, die Duschwanne. Und die beiden, ja, wie soll ich das jetzt nennen? Die beiden Glasduschwände werden dann einfach dran gesteckt an den Duschboden und somit ist die Dusche dann auch schon fertig. Weiter geht's. Wir haben jetzt hier, so wie es aussieht, aha, links kann man schon mal das WC erkennen. WC, Klo, was gibt es da noch für komische Begriffe? Wenn ihr Ideen habt, was oder was für Begriffe es noch für ein WC gibt, schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Gut, dann haben wir hier den Klopapierhalter mit einer echten kleinen Rolle Klopapier. Also echt nicht, aber es sieht auf jeden Fall ziemlich echt aus. Also das ist schon mal sehr gut gelungen. Dann haben wir hier, das könnte sein, der Boden für das WC. Gut, das wird da so raufgesteckt. Rechts daneben kommt dann... Ah, okay, das wird rauch aufgesteckt. Und das letzte Loch, aha, da kommt sicherlich gleich die Klobürste rein.
Sieht auf jeden Fall richtig nice aus. Also ich bin immer wieder sehr überrascht, wie cool Playmobil heutzutage doch aussieht. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich steinalt bin. nein, ich fühle mich noch immer sehr jung und ich kann mich noch immer sehr gut daran erinnern, wie ich tatsächlich früher, wo ich so 8, 9, 10, vielleicht 11 war, wie ich damit Playmobil gespielt habe. Ich hatte damals das Piratenschiff, ich hatte die Schatzinsel, ich hatte die große Ritterburg. Also ja, ich hatte auch irgend so ein großes Sheriff's Department, kann ich mich auch noch dran erinnern. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr cool. So, weiter geht's. Hier sind jetzt die Armaturen, die Spiegel und die Waschbecken. Achso, jetzt kommen die Armaturen. Also einmal das, der Unterschrank. Genau, das wollte ich eigentlich eben sagen, anstatt Armaturen. Also der Unterschrank, zwei Waschbecken, zwei Armaturen, zwei Spiegel haben wir auch. Dann kommen hier jetzt nochmal so zwei schicke Körbe. Zwei Körbe, die hier in den Schrank kommen. Da kann man dann alles mögliche an Accessoires reintun. Ich weiß nicht, was es in Playmobil noch gibt, was da vielleicht reinpassen könnte. Vielleicht so ein kleiner Föhn, Zahnbürsten, je nachdem, was man da alles im Badezimmer so rumliegen hat. So, das nächste ist ein... Oh, ich würde sagen, das hat aber wenig mit einem Badezimmer zu tun. Das ist ein Trimrad, also ein Fahrrad, was, mit dem man nicht fahren kann, sondern mit dem man im Stand trainieren kann. Also man fährt schon, man tritt schon in die Pedale. Für die Leute, die schon mal im Fitnesscenter gewesen sind, die werden auf jeden Fall wissen, was das ist. So ein Trimrad. Also ein Trimrad für Playmobil-Figuren. Warum nicht? Das nächste ist... muss ich kurz mal überlegen. Gerade keine Idee, was das sein könnte. Aber gut, es geht ja zum Glück weiter. Wir haben hier jetzt... ja... ein Minzbonbonhalter. Kennt ihr die Dinger? Wo diese Bonbons dann oben rauskommen, wenn man drauf drückt. Gibt's von Mickey Mouse, Pluto und so weiter. So, da kommen Batterien rein. Also würde ich mal sagen, das ist eine Leuchte. Eine Badezimmerleuchte vielleicht. Eine Standleuchte, eine Eckleuchte. Deckenleuchte kann ich mir jetzt schwer vorstellen. Schauen wir mal, auf jeden Fall. Und... na, wo geht's an? Oben ist der Schalter, genau. Und. Leuchtet es schon? Ah, jetzt, ja. Es leuchtet. Also vier LEDs, das erkennt man an diesen vier Punkten. Da würde ich ja mal sehr, sehr gerne sehen, wie das im Dunkeln aussieht. So eine schöne Playmobil-LED-Leuchte. Ja, richtig schick. Also sowas hat es früher nicht gegeben zu meiner Zeit. Echte kleine Lampen gab es früher in Playmobil nicht. So, dann kommen hier noch ein Badezimmerteppich, noch ein Regal und ein paar Handtücher dazu. Und da sind auch die angesprochenen Zahnbürsten, ein Kamm, eine Bürste. Was ist das? Achso, für Haarshampoo und Duschgel. Und hier sind die Figuren. So. Wenn ihr Ideen habt für neue Namen für diese Figuren, schreibt mir auch das doch mal gerne in die Kommentare. Diese Figur bekommt noch ein Handtuch um die Hüften. Also die Figur ist hier nicht nackt, sondern hat eine Badehose an. Ich weiß gar nicht, gibt es nackte Playmobil-Figuren? Ich kann mich da gerade nicht so wirklich dran erinnern. Gut. Au, oh, die Hausschuhe oder beziehungsweise die Badeschlappen gibt es hier auch noch. Also damit... und eine Waage erkenne ich auch noch. Rechts im Bild. So, dann kommt die Frau, die ist natürlich auch nicht nackt. Die hat so eine Art, ja, ist das ein Bikini? Ich würde jetzt mal sagen, Bikini hat sie unter. Und dann gibt es hier noch ein Kleidchen. Halskette hat sie auch. Haare ein bisschen hochgesteckt. Haarfarbe rot, orange. So, und jetzt nochmal der Blick nach rechts eben. Da war gerade die Waage, die haben wir eben gar nicht erwähnt. So, jetzt wird das Badezimmer eingebaut ins Haus. Oh, sehr schön. Links auch den Spiegel. Ist das links ein Spiegel? War der eben im Set dabei? Ganz links jetzt. Jetzt geht's auf jeden Fall weiter mit der Geschichte. Wow, da haben wir uns ja wirklich selbst übertroffen. Jetzt haben wir endlich unser Traumbadezimmer. Wir haben jetzt eine ebenerdige Dusche, zwei Waschbecken, eins für dich, eins für mich, dann eine große Lampe, damit wir nicht mehr im Dunkeln duschen müssen. Der Handtuchhalter ist auch sehr, sehr schick. Und sogar Sport können wir jetzt hier im Badezimmer machen. Was sagst du denn dazu? Ja, es ist wirklich perfekt. Genauso habe ich es mir vorgestellt. Haha, ich auch. Und weißt du, was ich jetzt machen werde? Ich werde die neue Dusche einweihen. Darauf freue ich mich schon, seitdem wir in dem Geschäft davor gestanden haben. Oh, Schatz, warte. Was ist denn?
Naja, weil du das letzte Mal ausgerutscht bist, haben wir dir extra einen Duschvorleger gekauft. Ach, stimmt ja. Ja, dann leg ihn mal hin. Ah, perfekt. Jetzt kann bestimmt nichts mehr passieren. Hey Leute, na, wie findet ihr unser neues Badezimmer? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Und wenn ihr kein Video von Pandido TV mehr verpassen möchtet, dann abonniert uns doch. Klickt dafür einfach auf den Panda-Kopf und dann verpasst ihr kein Video mehr. Weitere Videos aus Pandido City gibt es jetzt hier rechts im Bild. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß. Tschüss.